So, und da wären wir auch schon wieder bei den tanzenden Handlangern oder Geheimagenten. Das weiß ich noch nicht. Ich finde die immer noch genial. Aber gut, Spielladen. Und dann haben wir gleich ganz viel zu tun, denn es gab jede Menge Kommentare, die recht hilfreich waren. Es scheint so, als wenn doch recht viele meiner Zuschauer das Spiel schon mal gespielt haben. Was ja für mich recht vorteilhaft ist. Also erstmal Pause. Zuallererst wollen wir unseren Obermufti so positionieren, dass er möglichst viele Bedienstete in seinem Radius hat. Dadurch arbeiten die wesentlich effektiver, weil sie wahrscheinlich Schiss haben, dass er sie umbringt. Das kann er übrigens auch. Einfach so mit einem Rechtsklick jemanden umbringen, damit alle anderen schneller arbeiten. Erinnert so ein klein bisschen an das Verprügeln bei Dungeon Keeper damals. Da konnte man sie Imps ja auch hin und her schubsen und die arbeiten dann schneller. So, also das wollten wir schon mal machen. Dann auf die Weltkarte. Oh, wer bist denn du? Ich hab dich gesehen, ganz eindeutig. Da war gerade jemand, der nicht zu uns gehörte. Weiß jetzt nicht wirklich, was ich davon halten soll. Also die Wut ist nicht besonders hoch. Sonst hätte ich gedacht, dass es vielleicht irgendwelche gegnerischen Agenten wären. Aber na gut. Ich würde jetzt ganz gerne ein paar mehr Leute hier hinschicken. Und dann doch mal das Ding da unten erforschen. Wir sehen hier oben, wie viele Kontrolltafeln wir brauchen, um hier einigermaßen gut agieren zu können. Hier bräuchten wir jetzt aber nur zwei. Hier brauchen wir gleich 3,5. Wo kann man das umschalten, was man sieht? Also hier haben wir jetzt bauen und besetzen sie 3 weitere Bedienungstafeln, um die Geheimhaltungscodes dieser Region zu brechen. Autsch. Hier bräuchten wir noch mehr. Hier nicht so viel. Vielleicht sollten wir doch mal umsiedeln. Wut ist hier überall so. Hier ist sie auf 0, weil wir im roten Bereich noch gar nicht gearbeitet haben und in gelb auch nicht. Bauen sie eine weitere Bedienungstafel. Ich glaube, ich scroll mal raus und suche jetzt irgendein Land, was möglichst wenig Kontrolltafeln braucht. Das braucht nur eine. 0 Einkommen. Ja, ist nicht besonders gut. Das stimmt wohl. Gerechtigkeitsplatzierung in der Region. Zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass die örtliche Polizei ihre Aktivität bemerkt. Von 0 bis 9 geht die Skala. Wie viel ist die hier? Können wir nicht anzeigen. Also irgendwie ist diese Anzeige ein wenig komisch. Oder ich habe irgendwas verklickt. Denn hier haben wir die Ansicht, wie viele Rechner wir noch brauchen. Und bei allen anderen haben wir diese Wertung. Und ich sehe gerade... Oh, ein... Eindringling. Ach, ich vergesse immer, dass auf der Weltkarte die Zeit auch weitergeht. Also gut, du musst wieder gefangen genommen werden. Und du... Ach, du wirst ausgeschaltet. Und wir setzen mal alle in Alarmbereitschaft. Ah, wir haben zu viele Leute abgezogen. Jetzt haben wir keinen, der sich um die hier kümmern kann. Selbst der Gefängniswächter wurde abgezogen. Das ist doch ganz schön doof. Ah, genau. Komm. Schnapp den da. Der darf nicht entkommen. Wenn wir jetzt Leute abziehen, kommen die noch rechtzeitig zurück? Ich denke nicht. Lauf schneller. Na also, bleib sogar... Jetzt aber. Zack. Hoffen wir mal, dass unserer stärker ist. Sieht soweit gut aus. Sehr gut. Den haben wir eingesackt. Jetzt bleibt noch der andere. Scroll. Der andere steht da einfach nur rum. Wird aber auch nicht angegriffen. Und er hier erbarmt sich wohl gerade und läuft dahin. Nee. Okay, jetzt aber Leertaste. Wir haben eine Pause. Ich gehe auf die Weltkarte. Es ist immer noch Pause. Also, was ich gerade sagen wollte, bevor der Alarm ausgelöst wurde und was weiß ich. Ah, hier sieht man die Sicherheitsdinger. Okay, langsam komme ich dahinter. Hier ist überall noch Fragezeichen. Hier können wir sehen, wie gut das gesichert ist. Es ist eine Sicherheitsstufe 7, das ist ganz schön hoch. Dafür gibt es auch jede Menge Kohle. Raus.
Wir hätten gerne eine möglichst geringe Sicherheitsstufe. Das da zum Beispiel. Von Alibi. Also Sicherheitsstufe 1, Geld 1. Das hier wissen wir immer noch nicht. Na gut, wir ziehen die mal ab. Zack, 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 zack. Und gehen dann hier hinten hin. Da. Oh. Hier ist wohl gleich ein Auftrag. Risiko 0. Zeit 2 Minuten. Ein Chefzimmer will ich entführen, aber die haben wir doch schon. Na gut. Erhöht auf jeden Fall Bekanntheitsgrad, also schicken wir hier mal Leute hin. Wir hätten gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leute. Und unseren Kane. Dann haben wir jetzt 2 mehr in der Basis gleich, die dann hoffentlich ein wenig dafür Ordnung sorgen können. Und ich hoffe einfach mal, dass Kane und 6 andere Leute es schaffen, ein Zimmermädchen zu entführen. Das wäre ein wenig albern, wenn nicht. So, jetzt Leertaste. Jetzt geht die Zeit weiter. Rauscrollen. Da kommen die Hubschrauber. Sehr gut. Haben die Kane schon abgeholt? Ja, haben sie. So, Pause. Kane und 6 Leute sind da. Klick. Los. Gucken wir mal. Bisher ist noch keiner von unseren Leuten umgefallen. Im Tutorial sahen wir richtig, wie nach und nach die Handlanger umgekippt sind. Oder die Bediensteten besser gesagt. Aber bisher ist hier noch nichts passiert. Gut, Pause. Hier raus. Und kurz gucken, was in der Basis los ist. Er wird zum Verhörraum gebracht. Sehr gut. Und er steht da immer noch rum. Der Kammerdiener läuft jetzt los, das wird doch nichts. Und er will da arbeiten. Wir sollten echt mal das Ding hier richtig einstellen. So. Weniger Leute. Okay. Weiterlaufen lassen. Macht jetzt irgendjemand Pause? Nö, arbeiten alle weiter. Aber er macht ja nichts, also kann er ruhig da stehen bleiben, ist okay. Du musst ihn schon weitertragen, sonst steht er gleich wieder auf. Ah, du legst ihn gleich mit dem nächsten an. Das könnte gefährlich werden, seine Lebenspunkte sind nämlich ganz schön weit unten. Komm, 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 komm. Nein! Ist der tot? Ich glaube, der ist tot. Ganz und gar nicht gut. Und der flieht jetzt auch noch. Aber gut, wir haben 2 Jungs zurückbeordert. Die müssten eigentlich inzwischen mal langsam hier ankommen. Da laufen sie gerade lang. Nee. Jo, der wird jetzt entkommen können. Ärgerlich, ärgerlich. Und Touristen dringen ein. Verwirren. Verwirren. Das sieht ganz, gewöhnlich aus. Das ist alles eine riesige Show hier. Also ich als Tourist würde nicht in so einen Untergrundbunker einfach so eindringen. Aber gut. Er verwirrt schon mal die da. Das ist gut. Und er wird dann später hoffentlich auch noch verwirrt. Mann, 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 Mann. Jetzt höre ich einen Hubschrauber. Sehr gut. Und da sind noch mehr Leute. Da mache ich jetzt überall mal Schwächen. Dass sie eventuell so sehr verwirrt werden, dass sie gar nicht erst weiter gucken. So. Alarm machen wir mal auf gelb runter, weil wir wollen nicht um die Leute umbringen. Wir wollen sie ja nur rausscheuchen. Weltkarte. Zack. Müsste auch gleich fertig sein. Oh, gelungen, aber Kane ist tot. Wie jetzt? Kane ist weg? Das ist doch albern. Und, hä? Bekanntheitsgrad ist jetzt 1. Dafür haben wir ganz viele Bedienstete verloren, einen Handlanger und das war's. Einkommen $150 alle 60 Sekunden. Nee, das war nicht so eine gute Idee. Ach nee, Kane ist auf dem Weg nach Hause. Okay. Dann schicken wir jetzt euch auch nach Hause und gucken dann hier weiter. Erst müssen wir zu Hause jetzt alles hinbekommen, dass nicht durchgehend irgendwelche Touristen in unsere Basis reinlaufen.
Zurück an die Arbeit. Mehr Türen sollten wir auf jeden Fall auch noch bauen. Und der da wird umgebracht. Sonst entkommt er irgendwann noch. Sehr gut, die Stechuhr. Ich würde gern gar keinen hier drin haben. Alle Mann raus hier. Sehr gut. Dann können wir uns auf der Weltkarte jetzt nichts machen. Aber wir kommen dafür wenigstens hier einigermaßen klar. Bauen, wir brauchen noch eine Gefängniszelle. Gefängniszelle. Da. Was haben wir denn hier noch? Sicherheitszentrale. Hotel Doppeltüren? Hä? Warum können wir die im Gefängnis bauen? Na gut. Sicherheitszentrale. Wie teuer bist du? 3500. Sicherheitszentrale direkt neben den Dingens da bauen. Ne, lass mal. Und wir sollten eh mit dem Geld ein wenig haushalten langsam. Die da sollen geschwächt werden. Macht aber gerade keiner. Bauen. Tür. Da. Tür. Da. So, und du da, lenk die mal bitte jetzt ab. Dass die ganz schnell rausgehen. Ja, er fühlt sich irgendwie nicht angesprochen. Ich glaube, da müssen wir zu härteren Mitteln greifen. Also die hier haben alle noch so einen blauen Kreis drumherum. Wenn ich das richtig verstanden habe, also der blaue Kreis, dass sie nichts Auffälliges gesehen haben. Was ja auch ganz gut so ist. Er hier hat auch noch nichts Rotes. Erst wenn die was Rotes bekommen, müssen wir sie ausschalten. Sonst lassen wir die erstmal laufen. Also wir bauen die Türen. Wir können auch Türen einfach so im Korridor bauen, richtig? Bauen, Standardtür. Ja, sehr gut. So verhindern wir schon mal, dass sie zu schnell, zu weit reinkommen. Weil das mit den Fallen konnten wir immer noch nicht richtig testen, weil die halt zu weit unten ist. Das können wir aber ändern. Du? Nein, nein, nicht diese komischen Kreise, die ich immer noch nicht verstehe. Ich hätte gerne dich bewegt. Oh, wer sind die denn? Irgendwas ganz Komisches passiert hier. Oh, und wenn ich die Druckplatte in der Nähe von der Tür mache, wird die Tür irgendwie grün markiert. Das ist ja auch kurios. Und du dahin. Du bewegen. Ich würde das gerne so machen, dass wenn sie rauftreten, dass dann gleich was passiert. Aber wenn ich das hier hinsetze, dann pustet das ja hier lang und nicht da, wo die Druckplatte ist. Na gut, testen wir erstmal. Oh, einer ist eingedrungen. Du musst jetzt kaputt gemacht werden. Alarmstufe rot und wir verprügeln jetzt alle, die hier drin sind. Ist zwar nicht sehr schön, aber geht nicht anders. So, die hat jetzt auch einen roten Kreis bekommen. Töten. Töten. Alle umhauen. Oh, der hat eine Waffe. Ja, Waffen wären auch langsam ganz schick. So. Können wir auch direkt hier eine Tür bauen? Ich baue mal so ein Hotel-Doppeltür, vielleicht ist die nicht ganz so auffällig. Nee. Standardtür. Nee. Also wir können unseren Bunker nicht zumachen. Das wäre ja auch zu einfach. Hm? So, sind alle draußen. Beziehungsweise tot. Ja, sieht gut aus. Okay. Alarmstufe gelb. Und wir haben jetzt wirklich sehr viele Leute, die nichts zu tun haben. Gut, also unsere Basis ist einigermaßen besser abgesichert als vorher. Wir haben jetzt diese Türen, wir experimentieren gleich mit den Fallen rum und wir haben keine feindlichen Agenten mehr drin. Warum wird er nicht umgebracht? Das irritiert mich jetzt ein wenig. Aber das kann Kane vielleicht später erledigen, wenn er denn irgendwann mal hier auftaucht. Da könnte er jetzt drin sein.